Wie genau noch den Plan? Sorry. Was gehen bei dir ein? Scheiße. Ich war so lustig. Oh mein. Es war einfach so lustig, sorry. Besoffen? Nee, aber. Nee. Alter, was ist das hier? Ey. Ey. Ist denn wo hier was abgeht? Ach, stimmt, das ist Team Deathmatch. Ach, das ist Deathmatch? Ah, sag das doch. Ich hab abgestaubt wie so eine Hure, ey. Oh, Free for All wäre mal geil im Battlefield, dann wäre nichts mehr. Ja, Chaos pur. Das auf Cannes. Aber ich kenne ja Shipment. Shipment. Ist eigentlich schlecht, dass ich den Mörser drin mache. Shipment, Alter. Shipment Free for All. Modern Warfare. Das war so krank. Boah, Alter, ich kann überhaupt keine Granaten. Falls ich das jetzt verwenden würde, das weiß ich ja noch nicht. Sag ich jetzt mal sorry, weil das Spiel hat mich rausgehauen, ne? Also, Absturz, wie wir Battlefield so kennen. Buggy. Alter, das leckt bei mir, ey, das geht mal gar nicht. Wer leckt dich? Das Spiel. Von meiner Stat ist jetzt weg, ne? Nur die ist weg. Ich hatte eine 6-0 oder so. Jetzt hast du eine 1, ne? Das ist mal ernst scheiße, Mann. Oh oh. Ich hab mich überlaufen. Jetzt werde ich auch noch gemessert, ey. Komplettprogramm, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich meistens so, dass wenn man rausgekickt wird, dass man danach scheiße spielt. Also ist bei mir zumindest so. Das ist ja mir egal, was mir. Ist mir nicht egal. Was ist denn jetzt los? Voll in die Fresse gesniped. Ne, das nervt mich aber, dass jetzt meine Stat dann einfach mal weg ist, weil die war gut. Und ich war jetzt etwas vorm Schwach. Das ist ähnlich, was die P90 nie kann. Boah, hier ist mein Teamkollege nur 1% oder so. Aber ich liebe Devilman Peak als Team Deathmatch. So langweilig das im Conquest ist, so geil ist das im TDM. Vor allem Sandhaufen. Ich sag's immer wieder, mit Sandhaufen, da geht's ab. Jetzt näher ich mich den Sandhaufen. Hey. Mein erster Messerkill im Let's Play! Ich wusste gar nicht, dass wir Let's Play machen. Hallo und herzlich willkommen! Nee, ich habe ja aufgenommen. Endlich Messerkill. Ich glaube, wie viel Folge ist das jetzt? 14? 14 oder so. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, muss ich nicht auf den noch schießen, damit er mal verreckt? Aber jetzt hab ich ja. Ja, 14 Anläufen, endlich Messerkill. Also während Aufnahme ist, war natürlich nicht mein erster überhaupt. Schon so ein Tausendster oder so, glaube ich. Ah ja. Ja, aber ich habe schon recht viele gemacht. Ich habe auch Melee. Melee, das war echt heftig, bis ich das mal hatte. So geil, das letzte Melee. Ich dachte dann noch einen Kill machen, einen Messerkill hab ich Melee. Und ich renne den dann eine gefühlte Ewigkeit hinterher. Und er hat es einfach nicht gemerkt. Oh nein. Revive mich, du Assi-Kind. G36 finde ich so geil, dass die so schnell nachlädt. Ich lädt gar nicht so oft nachzuladen. Weil die hat eigentlich nicht so ein kleines Magazin, hat 30 Schuss, okay. Aber die kannst du also schnell nachladen. Im Gegensatz zur AK, wo das eine Stunde dauert, bis das Ding mal nachgeladen hat. Und mittlerweile verzieht die auch mehr. Also, was kann eigentlich diese Waffe? Ja, was ganz schlimm ist, ist, wenn du hier Magazinerweiterung hast. Für. Die Pechenek.
Achso. Da kannst du ja, komm, M249, Magazinerweiterung. Ich da ab hier. Ja, also bei mir ist die übelst unpräzise dann. Also selbst im Liegen geht's überhaupt nicht. Hallo. Was geht denn ab hier? Alter, Mario, was machst du gerade? Failen. Oh, es tut mir so leid für dich. Nein, noch in akzeptabel. Nein! Alter! Ja, ich sag's jetzt nochmal. Ich hab heute erfahren. Erstens, was Servus TV ist. Und zweitens, dass man das seit heute auch in Bayern empfängt. Und das war so ziemlich das Interessanteste, was mir heute passiert ist. Das spricht doch ziemlich für einen echt geilen Donnerstag. Ja. Aber könnte ja interessant sein. Welche unbedingt. Nein, ich fehle. Du fehlst? Wo fehlst du denn? Ich, Alter, ich hau dem so die Small rein und der stirbt nie. Ich brauch dringend einen Medipack. Bitte. Bitte. Ich glaube, ich zieh mich mal zurück. Das ist so gut. Ich zieh. Boah, wie ich den weggehaut habe. Weggesnackt. Weggehaut. Ja, weggehaut. Weggehaut, ey. Ja, was ist denn da lustig? Weggehaut! Oh, meine Hände schwitzen, ey. Ich kann kaum die Maus halten. Ich bin so angespannt. Oh, Alter, was ich hier mache, ey. Das können nur die ganz, ganz Großen. Hä, ja, hab's gesagt. Man kann sich ja eigentlich sicher sein, dass man sich, wenn man sich auf einen Gegner konzentriert und eine Weile warten muss, bis der wieder aus der Deckung rauskommt, dass von hinten einer kommt. Das ist eigentlich zu 100% immer so. Ich hatte das Spiel schon wieder rausgehauen. Wir spielen nämlich auf irgendeinem Server, der irgendwie ein bisschen buggy ist. Also sorry dafür. Aber wir wollten halt unbedingt einen Devilman Peak Server finden, weil wir ja nur noch Devilman Peak vor uns haben und dann Golf von Oman, dann endlich alles vorgestellt. Golf von Oman haben wir noch nicht? Nö. Wir haben es mal gemacht ganz am Anfang und das war aber so scheiße, dass man das nicht hochladen will. Oh, Double Kill! Oh. Mit den letzten zwei Schüssen aus dem Magazin war schon Double Kill. Die hatten beide nichts mehr. So, wir haben den Server gewechselt, denn das war kein Buggy-Server, sondern es war keine Small Infantry erlaubt. Das wusste ich aber nicht. Und bis ich das mal kapiert habe, war ich schon permanent gebannt jetzt auf dem Server. Für immer. Immer, immer. Also ich finde, wir diskutieren das jetzt mal ein bisschen. Mario, wie findest du den Small Infantry? Naja, prinzipiell. Nein! Also, wenn es nie erlaubt ist, dann ist es nie erlaubt. Ist. Ja, das wusste ich halt nicht. Also von mir aus ganz. Und jetzt habe ich zum Beispiel einen mit einer RPG-Infanterie gekillt. Komisch, die was sind. Also Granatwerfer finde ich auf jeden Fall schlimmer. Dagegen haben alle was. Ich glaube, Modern Warfare, ich kenne da keinen Server, auf den du da nicht gebannt wirst. Nee. Wie viele Leute sind da drin? Oh, hier sind viele. 32. Ich muss, glaube ich, deine Lautstärke. Leute, ich schieß mal so aus irgendeinem Grund irgendwo hin mit der G36 und kill dadurch ein. Das sind deine einzigen Kills, die du machst. Boah, jetzt los, Alter! Oh, kann deine scheiß Handy mal seine Klappe halten? Das hält dich echt nicht mehr aus! Ich hab vorhin so geflucht, dass du mich die ganze Zeit vollgespammt hast, als ich gezockt hab hier FIFA. Und die ganze Zeit ging's. Blüpp. Ja. Ununterbrochen, ey. Oh. Alex holt gegnerisches Squad eliminiert. So, was knall ich denn jetzt ab? Nein! Tot. Bin ich ein Noob, weil ich Small Infantry mache? Nein. Ist meine Meinung. Stimmt jetzt ab. Ihr habt nur eine Stunde Zeit. Dann werten wir aus. Es steht 0 zu 0. Ich denke mal, das wird so das Ergebnis sein.
Ja, wir sind nämlich auch selbstkritisch über unseren Channel. Warum sage ich unser Maribo? Ganz einfach, weil man die Kommentare, die bei mir schon stehen, mittlerweile heißt es halt immer so, ja, eure Let's Plays sind echt cool, so steht er jetzt schon. Also es wird mit dir leider auch dir anerkannt. Ja. Ja, was ist das, was ich immer wollte? Auf jeden Fall. Nur sozusagen. Du bist jetzt offizieller Let's Player, Mann. Shit Evans! Du bist einer von uns. Da feigst du jetzt nicht kaputt. Der wollte Maribu schon immer mal dazugehören. Mit dem Pulli. Der vom Rechner hockt. Und der noch labert und so. Wie die Wofall ist das? Ein Kunde. Oh mein Scheiße. Ja, sorry, ich will das jetzt. Es ist halt nun mal so. Ich mach das hier nicht für mich. Ich mach das nur für euch. Nee, so Battlefield Together, das macht ja schon Spaß. Das ist auch immer ganz lustig. Hast du über den Granatenpilz drin? Ich hab nee, den ja. Doch, den hast du aber. Der wird's aber angezeigt. Ja, ich hab mir nicht rausgemacht. Ich mach den auch nie raus. Ich hab den standardmäßig drin. Ich hab den auch, aber meistens ist dann immer irgendeine Squad, die den schon anhat. Oh Gott, das ist bestechlich. Oh, ich bin Rächer, yeah. Ja, hier, was ich geh grad so ab, Alter. Ah, fuck. Ich geh schon ganz schön ab. Wenn man das jetzt zusammen cutten würde mit so einer Mucke, dann würde das aussehen, als wäre ich so richtig Pro. Wenigstens quasi. Aber das mache ich ja eh immer in allen Videos. Ich muss das auch ein bisschen zusammen cutten, weil das hier ein 800-Ticket-Server ist. Da kann ich das, glaube ich, nicht ankutten lassen, so ein Partie. Das wäre ein bisschen ein sehr langes Video. Also, ich zeig nur meine guten Phasen dann. Oh nee. Aber ich wurde ja genannt als authentischster Let's Player auf YouTube, weil ich halt auch nicht nur meine guten Phasen zeige. Ja, die meisten machen sie eh uncut. Ich mag das aber nie, wenn das Video dann eine halbe Stunde geht. Sieht sich doch keiner an. Ja. Halbe Stunde Operation Firestorm. Mann, ist das spannend. Was ist denn noch spannender? Nee, ich glaube schon, das ist die langweiligste Map, oder? Operation. Nee, glaub ich nicht. Warte mal. Kästchen Border? Die kann noch schnarchiger sein. Oh, nee. Das erste Mal, dass Tagline was gebracht hat hier. Die bringt was. Nee, naja, aber nie für Sniper-Kunden. Wenn ich die schon von sonst wo sehe. Besichtigung. Oh, ich laufe rein, ey. Morgen ist Freitag. Yay. Und ich weiß, ich möchte auf diesem Wege alle. Ich weiß nicht, ob es gemacht wird, aber. Ich glaube nämlich gerade Abiturzeit. Was ich gerade hier mache, ey. Also, ich weiß nicht, ob ich das mache, aber wahrscheinlich werde ich morgen mit dem großen Das Hauke eine Folge zusammen aufnehmen. Was heißt, also, der hat halt fast 200 Abonnenten und hat aber kaum mehr Klicks als ich pro Video. Na? Das ist schon... Und dann gibt's halt den das Zander, das ist echt beeindruckend. Der ist noch ganz jung dabei und macht das Hammer gut. Und der innerhalb von einem Monat von 400 Abonnenten auf 1000. Oh mein Gott, der macht das richtig, richtig geil, wenn du dem mal zuhörst. Und mit dem darf ich skypen. Um mir Tipps zu holen, ne? Was für eine Ehre. Das klang jetzt schon ein bisschen schwul, aber ich sag's nicht. Nein, doch einfach mal, um sich von jemandem sagen zu lassen, wie er es geschafft hat. Ich hab ihn halt gefragt, wie hast du das so hingekriegt so in der Zeit? Was war, hast du einfach deine Videos hochgestellt und das war's oder hast du es schon um dich geworben oder so?
Also wenn du zum Beispiel in Foren deine Videos postest, dann kriegst du schon viele Klicks, aber auch dann so, du machst Werbung für dich, so, ne? Ist halt auch scheiße. Und ja. Und wie, eigentlich hatte ich ja jetzt vor, für euch alle das Minecraft Together zu starten. Aber da ja Otto und Cole ziemlich behindert sind, wird es nichts. Aber immerhin, ich habe das schon bezahlt. Der Server ist leer. Schön, schön. Hilfe bei Kill. Boah, Alter. Wir drängen gerade übelst die Gegner zurück, ne? Ist das schon aufgefallen? Nö. Die kommen von der Seite, die kommen über den Bagger da drüben. Warum Bagger? Ich stehe gerade bei so einem Bagger, oder ist niemand? Ich stehe am Sandhaufen. Ja, ganz rechts auf der Map. Oh nee. Da sind die gerade alle gewesen. Du. Noob. Also bei Close Quarters wird es keinen Rush geben. Ich weiß. Und dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dann auch Conquest gibt. Also es gibt dieses komische Mini-Conquest da. Capture the Flag mäßig. Ja, ich spotte deine Invasion, aber. Och, Alter, wer schreibt denn dir dauernd? Deine Oma oder was? Bist du offen, deine Kekse? Voll die Klischee-Oma. Nein, die sind alle so. Jede Oma ist so. Runde Brillengläser, dick und Lockenhaare und mit Milch in der Hand. Das ist so das Oma-Klischee. Liebe Oma. Boah, ich kann den nicht anvisieren, da ist irgendwas im Weg. Alter, hier ist mal was los. Nein! Hier ist so eine geile, ne, so eine geile Schanze oben. Und da wirst du sofort weggesnipert, wenn du drauf gehst. Naja, ich hätte ja jetzt auch nicht so auffällig drüber rennen müssen. Ich bin so dumm, ey. Alle getroffen. Keinen in den Kopf, ey. Sobald es noch 100 Meter sind, da stelle ich mich schon wieder an. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, P90 macht nicht so viel Damage. Nee, ich spiele Sniper gerade. Achso. Das kann sein. Stell mal hier Spawn weg oder so ein Scheiß auf. Das wäre ganz cool. Geht das überhaupt im Team, Mensch? Oh, ich hab Suppression Medal gekriegt. Cool. Die habe ich doch schon seit Ewigkeiten. Na, wie heißt denn der Typ hier? Essel Zirkel Mpfpsy. Cooler Name. Sehr prägender Name. Ja, deine Spawnbag steht ein bisschen scheiße. Die muss natürlich. Für mich steht die. Für dich? Achso, es ist ja kein Teamspiel oder was? Erstmal eine Spawnbag für mich aufstellen. Im Battlefield denkt man eben nicht in erster Linie an sich, sondern. An mich. Aber das ist Team Deathmatch, ja. Ich glaube nicht, dass das so viele. Was? Da hinten ist ein Mörser, den hol ich mir jetzt. Eine Möse ist da. Eine Mörsermöse. Kaum entdecke ich so einen. Oh, was war denn das jetzt? Wo ist denn der Mörser? Was? Wo sind die Möse jetzt hin? Ich finde die Möse neben mir. Alter, stirb halt. Möse ist weg. Geht doch, ey. Uiuiui. Jetzt habe ich stundenlang auf einen geschossen. Stunden. Gefühlt. Oh, ich bin manchmal bin ich ein bisschen loop-like. Messerkill! Gleich der zweite in dieser Folge, nachdem ich so lange gebraucht habe, um das euch mal zu zeigen in einer Aufnahme. Liebe Zuschauer. Ey, das geht ja echt, sliden. Das geht echt. Rennen und dann sofort auf die Hinnige das und dann slidest du. Also, das sah jetzt nicht so cool aus, aber manchmal klappt das. Cool. Oh Gott, das war die ganz falsche Waffe jetzt. Ich bin. Alle, die sind alle rechts an dem bei dem großen Bagger da. Ja, da ist halt echt gar niemand. Du sagst es immer genau dann, wenn ich dort doch stehe. Die sind alle noch ganz schön weit weg. Die sind hinten diesen Berg da.
Kann man mit dem Fallschirm eigentlich denken, ja. Ja klar, oder bist du bisher immer abgesprungen in 80 Spielstunden? Was? 120 Spielstunden hab ich jetzt übrigens, voll mit dieser Folge. Ah, ich zieh mich mal ein bisschen zurück jetzt. Mit 49% ist das gar nicht so dumm. RPG nachladen. Nee. Suppression Nein. durch eine RPG ist doch cool, oder? Suppression durch einen Sniper und Medaille oder noch so noch gekriegt. Durch einen Sniper und eine Suppression, das ist eigentlich eh eine Beleidigung. Weil das heißt, dass du richtig daneben geschossen hast. Yep. Heißt es ja auch allgemein eigentlich Suppression, aber. Es ist ja cool, dass man dafür trotzdem noch einen Trostpreis kriegt. Eigentlich kriegst du ja sogar mehr Punkte als. Ja, man kriegt ja für alles hier mehr Punkte als für einen Kill. Lass mich rollen, ey, ich stirb halt. Hilfe bei Kill, Hilfe bei Kill. Das war meiner! War meiner! Das war mein Brötchen! Gib mir meine Stulle wieder! Du Arsch. Boah! Hat er mich hier mit da? Was ist denn das? Das ist die Waffe. Scharfschütze 170 Meter im Sprung, Alter. Geiles Ding. Du? Ja. War ja klar. Ja. So, jetzt geh ich mal hier voran, ne? Und sterbe. Ne, noch ist hier nicht aller Mutter Tage. Oder wie man das auch über ausspricht. Mit 14% kriegt man doch auch noch was hin. Das Heil! Heil! Was war das denn? Ja, wenn man hier. Ach, Schorsch. Snipern macht so einen Spaß. Oh, ich hab Reflexe. Und das war jetzt keine Ironie. Oh fuck. 93R. Die verzieht von allen Waffen am meisten. Ich krieg ja doch eine Nachricht dann, ey, wer schreckt mich denn hier? Wenn ich das nächste Mal tot bin, kann ich ja auf meinem MacBook nachsehen, wer mir geschrieben hat. Du wolltest jetzt nur sagen, dass du ein MacBook hast. Nee, das ist doch nichts Besonderes heutzutage. Früher, wenn da jemand ein iPhone hatte, ey, das war der übelste Skandal. Wie kann der sich ein iPhone leisten, sagten alle in der Klasse. Das interessiert keine Sau, wenn jetzt jemand sagt, ich habe ein iPhone. Das ist eher selten, dass du Kind hast. Ja, ich hab keins. Aber ich habe was ähnliches. Also ich habe ein... Samsung? IS-3300, also Galaxy 1 meine ich. Ja, Android. Und... Das ist scheiße, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, was los ist mit dem Teil. Es ist ends langsam geworden und. Nee, wahrscheinlich, weil die übelst viele Apps drauf. Ja, nicht nur, dass das jetzt langsam geworden ist, dann würde ich sagen, okay, das ist ein Betriebssystem, aber das Ding geht Kopf, das Ding wird manchmal irre heiß, manchmal geht der Akku einfach sofort leer. Ganz komisches Zeug halt. Macht einfach keinen Spaß mehr damit. Ich renn grad scopeless rum mit meiner Sniper und kill die alle in den Kopf, ey. Machen wir das nach. Ja, ich bin auch schon heute richtig abgegangen. Da ist jetzt ein Typ im Bagger. Gib mir mal die Koordinaten, dann sniper schon weg. Der Bagger hier ist irgendwo, aber ich bin jetzt schon auf dem Bagger, ich finde den noch immer. Boah, der Kopf trefft. Ja, ich kann ihn nicht töten, sorry. Obwohl ich jetzt eine ganz gute Position. Am kleinen Ende der Map einfach mal auf den Turm gegangen, rüber geguckt und in den Kopf gedrückt. Aus 227. Ist nicht euer Ernst, oder hier? 1% hat er noch und kill mich! Ich wollte eigentlich nachsehen, wer mir geschrieben hat, aber nee, ich bin tot und was ist das Spawns sofort wieder? Reflexe, das ist die Ärger, jetzt ist bin ich so voll hart. Oh Mann, ich hab Lust auf Modern Warfare 1. Das war mal geil. Der ist mir immer sofort gespawnt nach dem Tod. Es sei denn, hat SD gespielt. Granatenkill. Hilfe bei Kill 69, genug genau. Leck mir doch die Rosetten, Alter. Die Rosetten, wie viele Ausschläge hast du? Kriegst du jetzt nicht die Doc-Tech von dem Kunden? Ich bin gemessen, aber egal. Ich kann mal spawnen. Jetzt habe ich die Doc-Tech bekommen. Was hat keine Rosetten? Das Schlachtfeld ist mittlerweile schon ziemlich mitgenommen. Und wo ist ein Dammerwand eigentlich? Dammerwand-Gipfel.
Das schreit doch so nach einem Joint. Diese chillen. Ich weiß mal, als du bei mir auf Gomera warst, du die ganze Zeit, ich will Join! Ich hab genau das gleiche. Ich will Join! Ich hab ich auch. Ich will den Join! Ich hab nicht aus, ich will den Join! Du hast mir meinen Wunsch nicht erfüllt. Ja, weil ich keinen Joint hatte. Aber theoretisch hätte ich echt jeden fragen können, weil alle haben so Joints. Also wäre ein bisschen komisch gekommen, Nein. Weil ich noch nie um Joint gebeten habe oder so. Ich habe echt nicht einmal irgendwas geraucht. So schwer das zu glauben ist. Auf den Kanon. Und die waren alle langlodig mit Sandalen und sahen aus wie Jesus. Das sah aus wie Jesus. Auf jeden Fall. Du sahst ja genauso aus. Das nächste Mal, wenn ich dort bin, komme ich im Anzug zu Besuch. So als Kontrastprogramm zum letzten Mal, wo ich dort war. Ey, die Partie ist echt vorbei, Alter. Punkte, genau. Ich dachte, die geht jetzt noch ein paar Stunden. Was hab ich denn jetzt hier? 39, Gott, 33. Ja, genau so hat sich das eigentlich auch angefühlt. Du, was hast denn du? Ach, du hast ja bloß 2 Kills mehr jetzt und so. 3, weiß ich doch nicht. Ich kann nicht rechnen, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand die Partie eigentlich recht lustig. Wir haben uns königlich an ihm amüsiert. Und 28 mal... Okay. 23.900 Punkte. Jo, wir haben nur noch eine Map vor uns. Das ist Golf von Oman. Und die werdet ihr bald zu sehen kriegen. Und dann gibt's volle Pulle Battlefield. Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Ciao. Ciao.